Hallo zusammen, heute möchte ich euch einen spannenden Beruf vorstellen. Eine Chemikerin FH, Ingenieur oder Ingenieurin im Kopf und Chemikerin im Herzen. Die Chemie begleitet uns ständig im Alltag. Wir haben Chemie in den Umwelttechnologien. Das erstaunt euch vielleicht, weil man ja immer sagt, die Chemie, die verschmutzt die Umwelt. Aber Chemiker entwickeln Rezepte, wie wir unsere Umwelt wieder reinigen können. Wir haben die Nanotechnologie. Dort geht es darum, zum Beispiel Oberflächen intelligent zu machen, dass sie wasserabstoßend sind, dass sie schmutzabstoßend sind. Vielleicht habt ihr das schon mal kennengelernt bei euren Brillen. Neue Materialien, zum Beispiel neuen Kunststoff, aber nicht Kunststoff zum Wegwerfen, sondern Kunststoff, den man aus Abfällen gewinnt oder Kunststoff, der biologisch abbaubar ist oder auch Kunststoff, der leicht ist und so stabil, dass er in Fahrzeugen Metallteile ersetzen kann und dadurch das Fahrzeug weniger Treibstoff verbraucht oder dass wir dann auch weniger Abfälle nachher bekommen. Auch in der Energiespeicherung, Elektromobilität, steckt viel Chemie drin. Denn wenn ihr Elektrizität speichern wollt, dann müsst ihr das chemisch tun. Und schließlich auch ein Bereich, wo immer sehr viele Chemiker arbeiten, das ist die Pharmaindustrie, wo es darum geht, neue Medikamente zu entwickeln. Ein Beispiel. Hier seht ihr so einen Chemiepark. Ganz viele Gebäude. In diesen Gebäuden sind Anlagen zur Herstellung von neuen Substanzen. In anderen Gebäuden befinden sich Lager von Chemikalien, um diese Substanzen herzustellen. Dann gibt es Türme, um Substanzen zu reinigen, zu destillieren zum Beispiel. Dann gibt es Anlagen, um die Abgase zu reinigen, Abwasserreinigungsanlagen. Und natürlich auch viele Gebäude, wo nachher die ganzen Anlagen gesteuert werden. Es ist eine Stadt in der Stadt. Und natürlich sehr viele Schläuche und Rohre und Kabel, um die verschiedenen Gebäude und Anlagen zu verbinden. Und in jedem dieser Gebäude arbeiten Chemiker mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Beispiel: Entwicklung eines neuen Medikamentes, eines Pharmawirkstoffs. Ein altes, neues Beispiel. Wir nehmen einmal ein Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen. Wie entsteht so ein Wirkstoff? Nun, unsere Vorfahren wussten, wenn man die Weiderinde einnimmt, dann lindert das Schmerzen. Das heißt, in der Weiderinde muss irgendwie ein Stoff sein, der schmerzlindernde Wirkung hat. Und Pharmazeuten und Chemiker versuchen, diesen Stoff zu isolieren und bekommen dann so ein farbloses Pulver. Und sie können auch sagen, was das chemisch ist, welche Substanz das ist. Und jetzt seht ihr hier, die Chemikerinnen, die müssen nicht nur Deutsch und Englisch können, sondern auch die chemische Fachsprache. Ihr seht hier diese Zeichnung und ein Chemiker, eine Chemikerin sieht sofort, ja, das verstehe ich, das ist das und das Molekül. Dieses Molekül zum Beispiel heißt Acetylsalicylsäure. Klingt kompliziert, aber wenn ihr einmal in dem Gebiet arbeitet, ist das für euch ganz einfach. Jetzt ist es so, man möchte ja nicht alle Weiden schlagen, um dann genügend von diesem Wirkstoff zu bekommen. Es ist viel besser, dass wir diesen Wirkstoff herstellen aus Substanzen, die relativ günstig sind und vielleicht sogar nachwachsend. Und da versuchen wir dann im Labor diese Substanz herzustellen. Dann brauchen wir sie nicht aus der Weiderinde zu extrahieren. Und dieses Rezept haben wir nachher und können ein Gramm dieses Wirkstoffs herstellen. Und das ist schon mal sehr gut. Aber wir möchten ja gerne eine Tonne davon herstellen. Und da ist es wichtig, dass wir da ein Rezept entwickeln für eine Tonne. Das ist aber nicht ein Dreisatz, wo man einfach alles mit einer Million multipliziert, sondern da muss sehr viel gearbeitet werden in der Entwicklung, dass diese Herstellungsmethode auch umweltfreundlich ist und auch sicher ist. Und nachher geht es in die Produktion.
wo wir dann diesen Pharmawirkstoff in großer Menge herstellen. Und ganz zum Schluss müssen wir auch wissen, haben wir jetzt wirklich dieses Molekül und haben wir nur dieses Molekül? Nicht, dass die Menschen, die das Medikament einnehmen, noch andere giftige Stoffe einnehmen. Und dazu braucht es Analyse. Und überall in jeder Etappe hier sind Chemiker und Chemikerinnen am Werk. Wenn wir das mal zusammenfassen, zu Beginn hatten wir einen Bedarf. Wir brauchen ein neues Medikament. Dann ging es in die Forschung und nachher haben wir 1 Gramm dieses neuen Medikaments, dieses Pharmawirkstoffs hergestellt. Dann ging es in die Entwicklung. Da haben wir ein Verfahren, ein Rezept entwickelt, um 1 Tonne Wirkstoff sicher, umweltfreundlich und auch rentabel herzustellen. Und schließlich kommen wir in die Produktion, wo wir dann pro Jahr regelmäßig immer mit demselben Verfahren dieses Medikament herstellen. Und da sind also verschiedene Chemikerinnen am Werk. Wer macht was? Ganz am Anfang in der Forschung sind vor allen Dingen Chemiker von der Universität und von der ETH am Werk. Nachher, um diese Verfahren, die die Forscher gefunden haben, für eine industrielle Produktion anzuwenden, da braucht es die Chemiker FH. Und ganz zum Schluss kommt die Produktion. Die Chemikerinnen FH arbeiten in der Pharmaindustrie, das haben wir gesehen, aber auch in Umweltlaboren. Sie entwickeln Synthesen, das heißt diese chemischen Rezepte. Wir haben Chemikerinnen in der Qualitätskontrolle. Andere Chemiker kümmern sich darum, Produktionsanlagen zu steuern und zu managen. Wir haben auch andere, die entwickeln die Strategie für ein Unternehmen weiter. Andere sind im Verkauf. Und im Verkauf, das müsst ihr euch nicht so vorstellen, dass man dann von Haus zu Haus geht und dann Medikamentenpäckchen verkauft, sondern oftmals verkauft man eben diese Verfahren. In einem chemischen Betrieb hat man Anlagen und man hat jetzt als Kunden jemand, der gerne 1 Tonne von einem Medikament haben möchte. Und dann können wir als Chemiker mit ihm diskutieren, ihm die Anlagen zeigen und sagen, in welcher Zeit wir wie viel von diesem Wirkstoff liefern können. Und schließlich arbeiten andere FH-Chemiker auch in der Berufsbildung. Wie wird man Chemiker FH? Ihr kennt ja diesen ganz klassischen Bildungsweg nach der Matura, Bachelor und Master, das ist der Bachelor der Zwischenstufe, 3 Jahre, der Master 2 Jahre an der Uni. Und viele Chemiker machen nachher auch noch ein Doktorat, bevor sie in den Beruf einsteigen. Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit, mit einer gymnasialen Matura, aber auch mit einer Fachmatura und 1 Jahr Berufswelterfahrung, da werde ich später nochmal zurückkommen. Dort lernt ihr die praktischen Seiten des Berufs und auch Fachwissen, denn ihr kommt dann zusammen mit Laboranten und Technologinnen, Technologen, die vorher eine komplette Berufslehre gemacht haben. Und dann zusammen kommen drei Jahre Studium, Bachelorstudium an der Fachhochschule. Und mit diesem FH-Bachelor könnt ihr direkt in den Beruf einsteigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, noch 1,5 Jahre weiter zu studieren und dann einen FH-Master zu machen. Dort werdet ihr vor allen Dingen Managementkompetenzen euch aneignen und euch in einem Gebiet der Chemie ganz besonders spezialisieren. Das ist wichtig, wenn ihr später verantwortungsvolle Posten, Führungsposten übernehmen wollt. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nach dem FH-Bachelor an der Universität oder an der ETH weiterzumachen oder nach dem Master mit einem Doktorat weiterzumachen. Das sind Übergänge, die zwischen 0 und 1 Jahr mehr dauern. Kommen wir mal zurück auf dieses violette Zeichen von der Arbeitswelterfahrung. Zwischen eurer gymnasialen Matura und dem Beginn am Studium an der Fachhochschule. Dort taucht ihr 40 Wochen in den Beruf ein und lernt die wichtigsten Handgriffe in einem Labor, in einem Unternehmen
und eignet euch Fachwissen an, damit ihr fit seid für das Chemiestudium. Dort werdet ihr also schon merken, was später eure Aufgabe sein wird. Was ganz wichtig ist, wenn ihr diesen Weg wählt, nehmt vorher Kontakt mit der Hochschule auf. Das gehört mit zum Studium dazu, dieses Jahr Arbeitswelterfahrung, und das muss von der Hochschule validiert werden. Wo kann man diese Ausbildung machen? In der Deutschschweiz, in Muttenz bei Basel oder in Wädenswil am Zürichsee und in Freiburg, dort in Muttenz und Wädenswil ganz auf Deutsch, in Freiburg zweisprachig, Deutsch-Französisch. Es gibt auch noch eine ähnliche Ausbildung, Life Technologies, im Wallis. Jetzt möchte ich euch ein bisschen über die Ausbildung in Freiburg erzählen. Hier seht ihr die Hochschule für Technik und Architektur. Und dort haben wir Gebäude mit Labors, wo ihr Chemie machen könnt, im kleinen Maßstab, aber auch hier Produktionsanlagen, wo ihr wirklich wie die Handgriffe erlernt, wie sie in der Industrie ausgeführt werden. So ein Ausbildungsprogramm ist relativ komplex. Ich möchte da nicht in die Einzelheiten gehen. Wenn euch dafür mehr interessiert, habt ihr hier die Internetseite, könnt ihr einfach einscannen und dann kommt ihr auf die genaue Beschreibung dieses Ausbildungsprogramms. Was wir aber hier sehen, ist in rosa die praktischen Kurse, die werden, am Anfang habt ihr sehr viel Theorie, da wird sehr viel studiert und nachher mehr und mehr bekommt ihr Praxis, das heißt, ihr setzt dann in einem praktischen Projekt das um, was ihr im Studium gelernt habt. Das ist eigentlich das Spezielle am FH-Chemiker, der hat immer die praktische Anwendung im Kopf. Deshalb möchte ich mit euch jetzt noch einen kleinen Rundgang in den Labors machen. Ihr erinnert euch noch, aus der Forschung bekommen wir ein Rezept für die Herstellung vielleicht von einem Gramm eines Wirkstoffs und dann geht es los, wir versuchen das nachzukochen. Und ihr seht das hier, das sieht wirklich aus wie ein Kochtopf. Das ist der sogenannte Reaktor. Da werden die verschiedenen Substanzen hineingetan. Feststoffe kann man direkt in den Reaktor hineintun mit einem Trichter. Und hier Flüssigkeiten kann man langsam zutropfen. Und dann nachher wird gekocht. Das heißt, wir erhitzen das eine gewisse Zeit. Und damit das Lösungsmittel, also zum Beispiel Wasser oder Alkohol oder was wir da verwenden, nicht einfach verdampft, haben wir hier so einen Rückflusskühler, wo das immer wieder kondensiert wird und wieder zurücktropft. Das ist ganz typisch eine Anlage, um in kleinem Maßstab eine Substanz herzustellen. Oder man sagt, als im Chemikerjargon auch, zu synthetisieren. Wir haben auch dann Thermometer und so weiter, um das Ganze zu steuern. Hier, da ist ein Rührer drin, der das erlaubt, hier ständig umzurühren. Ihr seht, hier haben wir die Flügel von dem Rührer. Nachher, wenn wir diese Substanz fertig gekocht haben, dann müssen wir das Ganze reinigen. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Hier seht ihr eine, das ist die Destillation, wo nachher das Gemisch erhitzt wird und dann können wir nachher die einzelnen Substanzen im Gemisch verdampfen und dann je nach ihrem Siedepunkt nachher wieder sammeln. Die nächste Etappe war die Entwicklung. Da geht es darum, jetzt von einem Gramm auf eine Tonne zu gehen. Das können wir natürlich nicht direkt machen. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir versuchen, die ganze unsere Substanz auch im kontinuierlichen Verfahren herzustellen. Da haben wir also nicht einen Kochtopf, sondern wir haben einfach zwei Schläuche, wo die Substanzen zusammengeführt werden. Dann treffen sie sich und reagieren zusammen, während sie durch diesen Reaktor durchgehen. Was machen wir in der Entwicklung als Sicherheitstests? Hier zum Beispiel haben wir eine Waage, die mit einem Ofen gekoppelt ist. Da geben wir die Substanz hinein und erhitzen sie einfach und schauen, bei welcher Temperatur sich die Masse unserer Substanz ändert. Und das zeigt uns, aha, bei dieser Temperatur müssen wir aufpassen, da könnte die Substanz sich zersetzen, explodieren und deshalb wissen wir dann, wie hoch wir so eine Substanz erhitzen dürfen und wie wir sie lagern müssen. Dann haben wir andere Geräte, wo wir unsere Reaktion mit kleinen Mengen machen und nachher messen können, genau messen können, welche Wärme während der Reaktion frei wird
Und das erlaubt es uns nachher auszurechnen oder vorherzusehen, wie sich so ein Gemisch mit einer größeren Menge verhält. Und so können wir auch entsprechend unsere Kochtöpfe, unsere Reaktoren dimensionieren und ausrüsten, dass wir das sicher, unsere Reaktion sicher ausführen. Nachher geht es in die Produktion. Da muss ich gerade meinen Helm holen. Denn in einer Produktionsanlage muss man wirklich den ganzen Körper gut schützen. Hier seht ihr, da wird die Reaktion dann in größeren Mengen durchgeführt. Und das sieht relativ kompliziert aus mit diesen ganzen Schläuchen. Aber das ist eben der Challenge. Wenn ihr einmal die Ausbildung gemacht habt, dann macht euch ein solcher Reaktor überhaupt keine Angst mehr. Dann wisst ihr genau, was wo ist und wie ihr einen solchen Reaktor mit dem Computer steuern könnt. Vielleicht möchtet ihr diese Reaktion ausführen im Fließverfahren, im kontinuierlichen Verfahren. Und da gibt es auch die Möglichkeit, so einen Reaktor wie mit Lego-Elementen zusammenzubauen. Und da werden kleine Mengen hergestellt, aber wenn so etwas den ganzen Tag läuft, dann kommt schon eine recht gute Menge zusammen. Nachher habt ihr das Gemisch, dann reinigt ihr das. Hier gibt es zum Beispiel eine Methode, die nennen wir Kurzwegdestillation. Da wird so ein Gemisch auf eine heiße Wand aufgetragen und dann innerhalb von ein paar Sekunden wird das Lösungsmittel verdampft und somit wird die Substanz gereinigt. Schließlich kommen wir noch zur Analyse. Da gibt es auch ganz verschiedene Methoden. Vielleicht habt ihr schon gehört von der Chromatographie oder vielleicht habt ihr auch schon von anderen Methoden, Analysemethoden gehört. Das lernt ihr auch dann, wie man nachher nachweisen kann, dass wir ein bestimmtes Molekül in unserer Mischung haben. Vielleicht habt ihr nicht alles verstanden, ist auch nicht wichtig. Darum studiert ihr ja, damit ihr besser die Sache versteht. Aber vielleicht hat euch das interessiert. Also wenn ihr mehr wissen wollt, kommt doch einfach mal zu einem Schnuppertag vorbei. Dort könnt ihr einen Tag lang mit Studierenden zusammen sein, auch zum Teil im Labor die Hand mit anlegen und werdet dann nachher sehen, ob das etwas für euch ist, Chemikerin oder Chemiker FH zu werden. Noch Fragen? Nehmt Kontakt auf mit uns und ich wünsche euch alles Gute für eure weitere Ausbildung.